So, hallo ganz herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge. Let's Play X-Plane. Wir fliegen wieder mal das Flugzeug hier. Das ist unser wunderschöner Airbus A320 von der Swiss. Und ja, wir fliegen heute mit dem Flugzeug hier die wohl bekannteste Route innerhalb von der Schweiz, nämlich von Genf nach Zürich. Ja, ich habe gedacht, nach langem habe ich mich wieder mal durchgerungen, den Flieger hier zu fliegen, weil er ist doch sehr zickig und die Systeme sind absolut zickig und das Fly-by-Wire ist beschissen und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Aber ja, heute haben wir wieder mal durchgerungen. Wir fliegen da heute und ich würde sagen, gehen wir ins Cockpit. Es ist mehr oder weniger schon alles vorbereitet für den Triebwerksstart. Ich würde mal sagen, wir tun Tow, Call-Tow. Dieses Zurückstoßwagen schnell holen. Unser Abschlepper. Und ja, das fährt jetzt da her. Was wir noch dazu tun können, wären Doors. Ja, er ist angedockt. Wieso jetzt das Hulle Passagierwagen nicht wegfährt, weiß ich nicht. Ah, das ist das da hier. Das könnte man auch noch wegnehmen. So muss ich das hier schön abbauen, nämlich Catering und Stairs. Können wir der Animation mal schnell zuschauen. Sehr schön. Wir fliegen hier mit der HPIJJ, alias Wallisellen. Ja. Es ist die neue Swiss-Bemalung mit dem grossen Swiss, der über über einen halben Rumpf gemalt ist. Ja. Genau. Gehen wir hier. Und jetzt würde ich sagen, tun wir den Zurückstosswagen mal sagen, er soll losfahren hier. Park Brake Off. Gleichzeitig können wir Triebwerk starten. Gehen wir hier auf Ignition Start und das auf und nachher wird das Teil schon starten. Ist ja ganz, ganz einfach. No Smoking Seatbelts sind on. Ja, der erste Lauf bis jetzt. Schauen wir schnell von außen. Hier eine schöne Animation vom Triebwerk. Der Cockpit ist zu hot. Was hast du für ein Problem? Es ist ja nur 28 Grad hier drinnen. Gut, ich glaube, Triebwerk 1 läuft, oder? Machen wir Triebwerk 2. Wir fliegen auf 240 Eisenflughöhe. Ist das richtig? Ich muss schnell nachschauen. Oder ist es jetzt doch nur 220, weil ich das Problem hatte. Ah, Flight Level 220, okay. Tun wir das doch noch schnell eindrehen. So. Schauen wir schnell von außen. Und ich würde sagen, hier können wir uns schon mal verdrehen, nach links. Und läuft das Triebwerk? Ja, ich würde sagen, es läuft. Dann können wir das hier wieder auf normal. APU Bleed ausschalten, Packs einschalten dafür. Dann schaut die so. Master Switch off. Gut, dann schaue ich schnell von außen. Sind wir so etwa richtig? Ja, wir fahren fast aufs Gras, also würde ich sagen, Beitow. Du hast uns hier, weiß nicht, woher gefahren, meine Fresse. Wir stehen zumindest im Scheiß, aber vielen Dank trotzdem. Dann fahrt es weg. Und dann würde ich sagen, ich versuche mal noch schnell etwas, nämlich LSGG. Ah, no taxiway found in this airport scenery. Oh, geil. Hier könnt ihr euch den übrigens, das ist verdammt geil, zu der Bahn fahren und so mit dem Teil. Mit einem Follow-Me-Fahrzeug, aber ich habe das ehrlich gesagt noch nie ausprobiert. Aber hier in Genf scheint es nicht zu funktionieren. Ah, there is too hot in cabin, Sir. Was habe ich für Probleme, ey? Hier Condition 26 Grad, ah, ist wirklich ein bisschen warm. Machen wir das mal aus auf Cold. He? Ah, dafür ist es jetzt im Cockpit arschkalt. He? Mal schauen, ob ich da nicht irgendwie eine Einstellung finde, die halbwegs angenehm ist für die Leute da.
So. Das sollte länger. Dann machen wir hier noch Auslights auf Taxi. Taxi, Landing Lights brauchen wir noch nicht. Ja, scheißegal. Fahren wir zur Bahn. Park Brake off. Auto Brakes können wir auch noch auf Max tun. Falls ihr irgendwie wisst, wie ich die scheiß Speed Brakes hier kann armen, ich habe absolut keine Ahnung. Vielleicht kann man das jemand mal sagen, wie das geht. There are several emergency exits on this aircraft. Ihr habt es gehört, hä? Safety Instructions kommen hier drum gerade. Das gehört ihr wahrscheinlich nicht, weil es viel zu leise ist. Gut. Wenn wir die LSO noch einschalten. Das hilft uns nämlich, wenn jetzt Nebel wäre, würde uns die LS helfen, uns selber auf der Bahn zu halten. So. Nicht allzu schnell fahren. 21 Knoten Ground Speed. Moment, ist okay. Ganz nice, hä? Ich muss sagen, optisch ist das Flugzeug wahnsinnig schön. Von außen. Wahnsinnig schön designt. Ich weiß nicht, der Airbus habe ich auch von der Form her oder vom ganzen Design her allgemein ziemlich gern. Obwohl er nicht wirklich mein Lieblingsflugzeug ist. Das Design ist einfach schön. Gut, jetzt sollten wir noch aufpassen, dass wir einigermaßen am Taxiway bleiben. Wir starten von der Bahn 05, falls ich das noch nicht gesagt habe. Und es regnet ganz leicht, he? Das bedeutet, wir tun doch hier schnell die Scheibenwischer anlassen. Schön. Gut, dann suche ich hier irgendwo einen Eingang zu der Landebahn. Theoretisch müssten wir nicht ganz zum Ende fahren, weil unser Flieger ist, glaube ich, genug schnell oder genug klein, dass er in dieser Zeit kann abheben kann. Aber zur Sicherheit fahren wir jetzt gleich noch ein bisschen weiter und gehen nicht direkt da rein. Gut, was macht auch der QNH ist immer noch gleich, ja. Und ja. Was soll ich sagen? Wir fahren gerade über einen Taxiway. So. Es tut mir leid, ich bin wirklich ein bisschen verkältet im Moment. Ich glaube, ich fahre hier rein. Mit zu viel zu fahren. So, wir schauen mal schnell, ob die Bahn frei ist. Scheint so, als wäre sie frei. Also rollen wir gleich auf. Ja, das ist mehr als genug Platz hier. Für unseren Flieger. So, den würde ich hier schnell kurz anhalten. Und schnell den Transponder einschalten. So habe ich wohl nicht das. Gut. Da könnten wir vielleicht noch einen lustigen Squawk rein tun, zum Beispiel den hier. Und dann tun wir hier doch noch Strobe Lights einschalten. Die können wir zwar auf Auto tun. Landing Lights on. Take-off und das hier ebenfalls. Und dann würde ich sagen, sind wir schon bereit zum Gehen. Ja, gut, die Temperatur in der Kabine und im Cockpit hat sich einigermaßen, sagen wir mal, beruhigt. Und ja, ich würde sagen, wir gehen.
Zuerst mal so 50%. Beide Triebwerke laufen stabil. Dann geben wir Take of Trust. Manual Flex 45. Trust Z. Ich hatte schon gesagt. Speed is increasing. Verdammt schnell sogar. Da haben wir die Knots. Checked. Ups, kleine Bodenwelle. 100 Knots, ja. We won, rotate. TCAS alert, are you fucking kidding me? Pause the rate, climb, gear up. Trust, climb. Beziehungsweise climb, trust, set. Labs 1, der Dunge ist ein Flugzeug, habt ihr das gesehen? Wo auf Bahn am Eindrehen war, darum ist der TCAS alert gekommen. Gut, ich fliege noch schnell manuell. Halt, Schnurre mit dem Climb, es ist unten auf der Landebahn, ich hoffe, da habe ich nochmal gesehen. Climb now. Climb now. So, Flaps ab. Clear of conflict. Clear of conflict, ja, vielen Dank. Ich fliege noch manuell, bis wir unsere 250 Knoten erreicht haben. Ich frage mich gerade, was da los ist mit unserem Speed. Ah gut, die rote Linie bewegt sich nicht mehr. Seht ihr das? Was zur Hölle ist da los? Jetzt hat es kurz gelaggt. Na toll, jetzt wenn ich eine Aufnahme mache, tut das Flugzeug wieder abspacken. Nicht einzogen, was ich nicht hätte sollen, sind die Fahrwerke noch draussen. Nö, es ist alles perfekt. Was zur Hölle passiert hier gerade? Meine Fresse. Der Rotbalken stresst mich gerade, ich versuche etwas. Okay, jetzt ist es gegangen. Kopf da wieder mal. Ich habe schnell die Flaps rein und rausgelassen. Jetzt ist der Rotbauch weg. Hey, das Flugzeug ist selbst von verpackt. Das glaubt ihr gar nicht. So, sobald wir 250 Knoten erreicht haben, tue ich hier den Autopilot rein. Und das ist der auch jetzt gerade etwa. Ich tue ihn rein. So. Autopilot 1 cross-checked. Perfekt. Ja, jetzt hör auf. Wieso zur Hölle tut das die ganze Zeit so liegen? Das regt mich gerade auf. Diesmal liegt es glaube ich am X-Plane und nicht an meiner Festplatte oder am Computer selber. Wow, es sieht verdammt geil aus, wie wir da die Woche preschen. Okay. Ich glaube, das Wetter tut sich die ganze Zeit aktualisieren und darum lag es so einen Scheiß. So, ich mache da mal Taxi Lights abstellen ab, Runway Turn off an. Landing Lights lassen wir noch an. Für jetzt. Q&A können wir auf Standard tun. Standard. So, ich hoffe, das mit dem Gelag beruhigt sich noch, weil sonst, hey, es kackt mich echt an, wenn es so weitergeht. Aber ja, kann ich eigentlich nichts ändern. Wir kommen jetzt sogar über 10'000 Fuß und ich schon jetzt abschalten, bevor ich es vergesse. Und jeder hier brauchen wir auch nicht mehr. Windshield Wipers. Außerdem, welcher Tobu tut hier die Scheibe nicht putzen, meine Fresse. Verdammt dreckige Scheibe an diesem Flugzeug. Wir sind am Beschleunigen und am Drehen. Sehr schön.
Also der Pfarrer ist unser Top of Climb und gleich nachher ist auch der Top of Descent. Ja. Da erreichen wir unsere Geschwindigkeit, meine Fresse. Ziemlich schnell sogar. Was interessant ist, es ist windstill im Moment. Seht ihr das? Okay, da steigen wir weiter. Ich glaube, in einem echten Flüger ist das nicht ganz so abgehackt. Ja. Ich mache mal kurz etwas kontrollieren, ich bin wieder da. Da bin ich auch schon wieder und es geht auch schon weiter. Gut. Wir steigen gerade 11.000 Fuß. Und da vorne sehen wir sogar Berge. Ich finde es immer wieder geil, wie da der Boden ab und zu durch die Wolken auftaucht. Es sieht immer verdammt geil aus. Es sieht wirklich geil aus, he? Nice. Echt nice. Gehen wir mal in die Aussenansicht. Ja. Oh, was sehen wir dort? Du musst nachher zoomen. Oh, ein kleiner Flugplatz mit einer Szenerie und what the fuck ist das da hier? Sieht aus wie so ein Custom-Gebäude. Da ich mich aber hier in dieser Region nicht wirklich gut auskenne, weiß ich nicht, was es ist. Es wird wahrscheinlich irgendwie. Nein, Lausanne ist an einem anderen Ort, ne? Keine Ahnung. Die Flugplatz-Szenerie sieht nice aus da. Cool. Und das Ruckler scheint bis jetzt weg zu sein. Oder? Ich meine, ich habe vorhin mal ganz kurz noch die Location geändert, wo er so herspeichern soll. Eigentlich habe ich das auf einer externen Festplatte mit USB 3.0. Doch leider habe ich da ab und zu das Problem, dass es einfach wirklich Performance nicht wirklich gut ist. Und ich habe mir auch schon überlegt, einfach die externe Festplatte, weil ich sie eigentlich nicht brauche, auseinanderzunehmen und dann in meinen PC einzubauen. Vielleicht mache ich das dann sogar einmal. Weil so kann es nicht weitergehen. So kann ich nicht aufnehmen. Weil sobald meine C-Festplatte jetzt auch voll wird, dann kommt genau das gleiche Problem wieder. Das kann ich nicht gebrauchen. Und auf der anderen externen Festplatte ist nur über 1 TB frei, also sollte kein Problem sein. Aber ja. Meine kleinen Probleme, für mal ab und zu einen Flugsimulator aufzunehmen. Aber bis jetzt scheint es zu funktionieren. Ich meine, es gibt immer eine Lösung und ja. November 0, 3, ach, das ist scheiße. Runway 2-3, clear for takeoff. Runway 2-3, clear for takeoff. November 0-3, X-ray, pop-up. Wie ihr gehört, hier geht es auf Funk, KI-Funk. Ich weiß jetzt nicht, warum wir den abhören. Eigentlich hasse ich den. Können wir vielleicht dann schnell Dings wechseln, Frequenz. So. Schönes Flügelchen, hä? Gehen wir wieder rein, wie hoch sind wir auf? 19.000. Ich würde sagen, wir mal die Arrival Route planen. Flight Plan. Dann gehen wir hier auf LSZH. Ich würde mal sagen, ILS 16 fliegen wir an, oder? Unser letztes Waypoint ist Bersu, glaube ich. Kein Via und dann tun wir das Insert einfügen. Wie sieht das aus? Muss ich schnell schauen.
Ja, das sieht gut aus. Sieht perfekt aus. Nice. Kann man so anbieten? Würde jetzt ein gewisser Let's Player sagen. Ach, ich weiß nicht mehr, ob er es wirklich immer noch sagt. Also der Gronkh hat gesagt, ja, kann man so anbieten. Früher immer. Aber ich weiß nicht, ob er das heute immer noch sagt, weil ich Gronkh ehrlich gesagt nicht schaue. Gut. Allgemein schaue ich auch fast keine Let's Player mehr, bis auf Spreite Tags, weil die einfach awesome sind. Ja. TC. Top of Climb. Und nicht Traction Control. Ja. So, Arrival Airport, wie wir dort schnell Wetter. Wie sieht das Wetter aus? 106. Ja. Gut, wir fliegen sogar vom Wind her die richtige Landebahn an. Wir haben Wind aus 160 mit 5 Knoten. Ah, der QNH ist der dort 1005. Ja. Gut, wir sind auf Reiseflughöhe. Das heisst, wir drehen hier doch gerade wieder den Sinkflug eindrehen. Kommen auf Reiseflughöhe. Gut. ILS Approach ist. Ja, ILS VUR1 ist die richtige Frequenz. Perfekt. Also, das läuft auch schon. Ich sehe, bei Airbus kann man da nicht wirklich viel falsch machen. Ah, jetzt laggt es gerade. Ah, das Wetter hat sich aktualisiert, habe ich das Gefühl. Weil der Flieger hat so ein bisschen gewackelt, also wird sich irgendwie der Wind geändert haben. Oder so etwas ähnliches. Keine Ahnung, was das für ein Schalter ist. Das Fenster da hier kann man, glaube ich, nicht aufmachen, oder? Nein. Im Airbus 6 für den FSX hätte man es können aufmachen. Ja, mein Mikrofon läuft noch. Ich schnell getestet. Gut. Temperaturen sind okay. Würde ich sagen. Zwischen 22 und 21 Grad, oder? Ja. Und in den Cargo-Räumen sind es 14 und 16 Grad. Ja. Wie lange geht es noch bis zum Top of Descent? 25 Meilen. Toll. Jetzt kommt wieder das, weil hier in diesem Flügel gibt es einfach nichts zu machen, bis man ankommt. Außer auf den Top of Descent zu warten und der ist noch 25 Meilen entfernt. Oh, da hier haben wir auch noch ein Flugplätzchen. Das wird vielleicht Freiburg oder so etwas ähnliches sein. Moment, schnell, muss ich schnell anhalten. Nicht ernsthaft, das ist Bern. Fuck, ich bin ja völlig am falschen Ort. Ja, das ist der Berner Flughafen. Ich habe mich jetzt so gefragt, das kann nicht der Freiburg sein. Ja, mal, das ist Bern auf jeden Fall, meine Fresse, dass ich es nicht erkannt habe. Jetzt bin ich jetzt selber ein bisschen verwirrt gewesen. Ja, mal, dort hinten ist der Aderschlaufen, das ist auf jeden Fall Bern. Ach, wir fliegen direkt über Bern, das ist offensichtlich die Luftstrasse, die wirklich, wo ich gar nichts sehe, über meinem Haus. Ja, perfekt. Ich meine, ich könnte auch hier drauf schauen, dort steht LSZB. Hm.
Easy, dann fliegen wir wirklich die Route, wo sie wirklich in echt anfliegen, offensichtlich. Beziehungsweise, es ist die eine Luftstrasse und die führt direkt hier durch. Ja. Jetzt habe ich mich jetzt so gefragt, es sieht ein bisschen komisch aus, aber ja, es ist Bern. Easy. Nice. Wir fliegen direkt darüber hinweg. Ja, dort hinten. Ich sehe, wo ich wohne. Ich werde jetzt nicht sagen, wo ich wohne, aber ich sehe es. Aber ja, das ist Starenschlaufe, dort wo die Altstadt ist. Ist zwar nichts drauf, aber who cares, ja. Naja. Dort hinten ist der Thunersee. Richtig geil. Richtig cool. Easy, gehen wir mal hier. So, ja, wir kommen dann gerade zum Topf des End. Ja. Ah, by the way, jetzt seht ihr ja endlich mal meine Zürich-Szenerie, die ich mir gekauft habe für den X-Plane. Das ist jetzt wirklich das erste Mal, wo ich in Zürich anfliege seitdem. Ah, ja. Haben wir für Zeit? Steht das echt im Flüger? Meine Fresse. Ach, 10 in Always. Das stimmt nicht. Ja, ist wahrscheinlich Zulu Time, also das stimmt schon. Auf was hat er mir jetzt gerade hingewiesen, der Pilot? Co-Pilot, ich habe mir nicht geachtet. Descent. Und ich habe mal den Descent-Modus drin. Jetzt sollte da so ein rotes Teil kommen. Ja, da kommt das rote Teil. Ich will mal sagen, ich nehme ein bisschen. Lass ein bisschen Speedbreakers raus. Oh, ich habe vergessen, unsere Passagiere hätten sich abschnallen können, aber jetzt ist auch schon zu spät. Ja, Spoilers full. Bis wir dort in diesem Geschwindigkeitsband sind, beziehungsweise in dem Geschwindigkeitsrange, der optimal ist, dann tun wir nicht wieder rein. Unsere nette Stewardess tut die Passagiere schon wieder auf den Sinkflug vorbereiten. So, tun wir sie mal wieder rein. Und schauen, wie eine Geschwindigkeit kann halten. Sogar recht gut. Hier bei diesem X-Plane-Flugzeug, also das muss ich wirklich als Kompliment an den Entwickler geben. Etwas funktioniert an dem Flugzeug absolut hervorragend. Und es ist zu nerv. Also ihr könnt jetzt hier bis aufs ILS könnt ihr automatisch sinken, das ist unglaublich schön. Das ist schon relativ einzigartig, finde ich. Also auch das wirklich ein Kompliment an den Entwickler von dem Flugzeug. Aber der Rest, wie das Flugzeug fliegt, wie hier die Menüs aufgebaut sind, wie fehlerfrei das ist, ist absolut scheiße. Aber das funktioniert perfekt. Immerhin etwas, oder? Wo perfekt funktioniert. Ja. Schauen wir mal schnell von außen. Ja, die Wolken sehen nice aus. Das ist auch etwas, was sie mit dem X-Plane immer Werbung gemacht haben, nämlich die Wolken, die automatisch generiert sind. So eine spezielle Engine haben sie dafür.
Und zwar sind das nicht einfach immer wiederkehrende Texturen wie im FSX, sondern es ist wirklich live berechnet, wie Rauch zum Beispiel auch. Sind die Wolken hier auch live berechnet? Also, man sieht keine Wolken zweimal in diesem Spiel. Aber ja. Ich weiß nicht. Wolken sind Wolken für mich. Und jeder hier sieht wirklich sehr flauschig aus. Um ehrlich zu sein. Fast ein bisschen zu flauschig. Wobei, naja. Gut, es gibt auch andere Wolkentypen, zum Beispiel die unter uns da hier, die sehen nicht so flauschig aus. Ja, die wissen sicher, was ich meine. Es sieht total so ein bisschen flauschig aus. Ein bisschen zu flauschig für mich. Aber es kann auch sein, dass ich einfach die Einstellung nicht ganz auf hoch habe und es drum so komisch aussieht. Aber alles in allem finde ich das Wetter hier im X-Plane wirklich schön. Auch die Wolken finde ich schön zum Anschauen. Und ja. Ich weiß nicht, ich kann euch selber eine Meinung darüber bilden. Ich find's nice. Gut, wir kommen unter 17.000. Gut, immer wenn ich nicht mehr weiss, was ich machen will, teste ich einfach mal, ob das Mikrofon noch an ist. Es gibt so einen verdammt nervigen Ton nachher im Video, aber ja, scheißegal. Außerdem sollte ich mir vielleicht mal ein neues Headset kaufen, weil die Tonqualität von dem ist recht beschissen. Und der Soundeffekt hier ist absolut... Das würde einfach einen Sch machen. Beschissen. Gut, davor kommt eine weitere Kurve. So, dort bei dem F, wie heisst der Waypoint? Keine Ahnung was. Ich schaue schnell, dort müssen wir auf 4000 sein. Dort wollen wir eindrehen. CF16, oder C. Ich kenne es echt nicht. Etwas mit E ist auch noch in der Nähe. Ja, Enuso 4000, perfekt. Und dort werden wir auch sein, bei dem Wien-F da hier. Ist wirklich sehr schön gemacht. Jetzt preschen wir den gerade wieder durch die Woche. Gehen wir wieder hier. Ist das da vor unserem Flughafen? Ah nein, das ist der nebendran, Dübendorf, glaub's. Dort ist er. Nice, hä? Und wir machen eine Kurve. Als ich den Flüger hier zuerst geflogen bin, gestern... Sorry, tut mir leid, ich sollte das Mikrofon abstellen, wenn ich das mache. Als ich den Flüger hier gestern zuerst geflogen bin auf dieser Route, ist bei dieser Kurve da hier, hat hier so Wolkenlücken gehabt, man hat auf den Boden gesehen und es hat verdammt geil ausgesehen. Aber das ist jetzt hier nicht der Fall, leider. Wir sind gleich schon unter 10.000 Fuß. Wir sind jetzt ein bisschen unter den Wien-F-Pfad gefallen, aber er tut es dann schon korrigieren. Gut. Nice.
Oh Gott, hier kann man einfach nur noch warten, bis der Flieger endlich gelandet. Jetzt ist meine Fresse. Das ist nicht interessant, so etwas. Es ist für mich nicht interessant zu machen und für euch nicht interessant zu schauen. Ich meine, CRJ geht jetzt noch, weil man dort den Sinkflug und so muss alles selber machen und Jobkontrolle. Aber das hier finde ich einfach absolut zum Kotzen langweilig. Das Ding ist Gösgen oder sonst irgendetwas, eines von diesen Atomkraftwerken. Da hier ist ein kleiner Flughafen, Flugplatz besser gesagt. Mit Lust mit Szenerie sogar noch, ja, keine Ahnung, was das für einen ist. Wir können schnell auf der Karte schauen. Ach, das wird Ding sein. Fuck, jetzt habe ich vergessen, wie er heisst. Ja, es ist auf jeden Fall der. Wie heisst der schon wieder? Meine Fresse. Dort, wo die ganze Zeit so eine Cessna fliegen, habe ich vergessen. LSZF, ja. Meine Fresse, ich habe den Namen vergessen. Who cares? Who cares? Was ist denn der Hure LSZI? Ach, da kommen wir das paar Flugzeuge auf unser TCAS. Toll. Hier kommt der hier. Was kommt jetzt da? Das ist der Decelerate, glaube ich, oder? Bin mir nicht sicher. Ah nein, das ist dort, wo wir 10.000 Fuß kreuzen. Das, rundum mit der Streifen und nachher davor beim D. Beim D, wo ihr da seht, das ist nachher dort, wo der Flieger selber in Approach-Modus geht. Und ich würde sagen, vielleicht gehen wir dann schon ein bisschen früher in Approach-Modus, weil der tut er sich selber nämlich abbremsen auf 200 Knoten und nachher automatisch Geschwindigkeit anpassen, je weiter dass der Flaps rauslässt. Jetzt sind wir unter 10.000 Fuß, lange ich lande leichter wieder an. Jetzt werdet ihr auch sehen hier, wir werden jetzt gerade auf 52 Knoten abgebremst. Voilà, ihr seht, unser Geschwindigkeitsraster wird kleiner und hat sich leicht verschoben. Beziehungsweise habe ich mir eingebildet, dass es sich leicht verschiebt. Das hat sich, glaube ich, auch nur verkleinert. Und wir sinken unter 10.000 Fuß. So, wir preschen gerade durch die Woche. Ich musste husten und habe tatsächlich das Mikrofon abgestellt. So Zeug sieht nice aus hier, wo man einfach so leicht durch die Woche durch sieht. Ach du Scheiße, regnet das. Ich mache es auf Slow. Gut, jetzt sind wir gerade beim Geepole Waypoint. Meine Fresse, man sieht überhaupt nichts. Gut, ich tue hier schnell auf, wo ist das Init Performance, glaube ich, oder? Approach Phase. Ich glaube, ich tue sie den schon ein bisschen früher aktivieren, als er will. Ja. Okay. Ah, wir sind wieder durchgeprescht. Das sieht echt nice aus hier. Optisch, zum Mann ist eins. So Zeug finde ich wirklich schön. Nice. Perfekt. Durch das Schiff, hä? Es regnet ja hure, meine Fresse. Ich habe jetzt das Gefühl, man fliegt verdammt schnell. Irgendwie. Ja. Da hier, das wird Gösgen, also so etwas ähnlich sein. Wahrscheinlich nicht Gösgen, aber so ist etwas. Genau. Kopf damit das hure Schiff.
Also es bringt übrigens nichts, wenn ich jetzt hier auf schnell einstelle. Es bringt absolut gar nichts, nur dass sich das Teil irgendwie schneller und ein bisschen verpackter bewegt. Aber ich lasse auf slow. Sieht jetzt nicht ganz so verpackt aus. Das ist übrigens auch nice. Von hier sieht es relativ verpackt aus. Wenn wir aber näher hergehen, sieht es immer besser aus. Seht ihr das? Ich glaube, das ist sogar eine Custom-Szenerie. Und dort hat so eine Bodenplatte bzw. so eine Custom-Bodentextur. Und je weiter weg ich gehe, umso weiter lüpft es die. Das ist irgendwie ein total komischer Effekt. Schau das mal an. Naja, lassen wir das. Gut. Man macht da den Wind. Der Wind ist okay. Wie ihr hier auch schon am Fili seht, kommt der Wind. Tatsächlich haben wir Gegenwind beim Landen, sogar ziemlich genau Gegenwind. Und das ist wirklich nice. Ich werde dann noch schauen, ob ich manuell werde landen oder automatisch landen. Ich tue mal hier schnell updaten. Ja, es hat sich nichts geändert. Standard Barrel könnten wir schon lange aus. Ich hoffe, wie tut man das wieder? So, und jetzt kann ich hier auf 1000. Ist noch 5. Gut. Ja, 1005. Das ist der QNH. Perfekt. Sobald wir über das D kommen, macht er Decelerate, glaube ich. Und kommt in die Approach Phase. Ich bin mir allerdings nicht hundertprozentig sicher. Wenn nicht, tun ich es manuell einstellen, jetzt gerade. Mal schauen, was er macht. Sobald wir drüber sind, tun ich manuell Approach Phase drauf, falls nicht passiert. Okay, Approach Phase Activate, der hat es gehört. Der Flieger tut abbremsen. Ich habe nicht Lust, hier mit Speed Brakes noch zu arbeiten. Bisschen husten, sorry. Also lasse ich ihn einfach also selber von alleine abbremsen, wobei ein bisschen Speed Brakes lasse ich jetzt gleich raus. Ich tue hier schon mal den Dings rein, den Localizer. Ihr seht hier, das VNAV funktioniert perfekt. Wahrscheinlich nennt man es bei Airbus gar nicht VNAV, aber ist mir scheißegal. Gut, da sind wir im Geschwindigkeitsband und ich würde sagen, wir machen Flaps 1. Halt doch die Schnur, meine Fresse ist das verbuggt. Flaps 1 ist jetzt draußen. Radio Altimeter Alive, nice. Ja. Gut, und den tun wir doch auch noch gerade. Der Ding rein. Altitude Hold, dann machen wir hier noch gerade Approach, ist es das, ja? Genau, Glide Slope und Localizer. Speed haben wir ebenfalls drin. Gut, ich mache mal Flaps 2. Wir checken Flaps 2. Ganz chillig. Also, ihr habt gesehen, ich konnte bis zum ILS-Glide fahren, einfach auf dem VNAV fliegen. Das war perfekt. Habt ihr das gesehen? Das ist wirklich etwas, was an diesem Flug perfekt funktioniert. Allerdings, ich tue mich jetzt schon entschuldigen für die harte Landung, die ich wieder mache. Aber ja. Gut, jetzt muss ich aber noch schnell etwas ändern. Und zwar wollte ich nicht mit. Full Flaps landen, sondern nur mit Flaps 3. QNH ist 1, sorry, QNH ist, halt Schnurren, 1. Temperature, was hätten wir hier für eine Temperature angegeben? Ah, 5 Grad oder so, etwas ähnliches. Was macht da der Dings? 1.06 1.60 besser gesagt Slash
05. Ist das auch richtig eingegeben? Ja, tatsächlich. Gut, haben wir das auch schon richtig eingegeben. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Flap 3. Speed check. Flap 3. Gear down. Dann kommen wir die Fahrwerke raus. Sieht immer wieder nice aus. Ja, da vorne ist Bahn. Ich versuche manuell zu landen, mache Autobrakes auf Low. Ich tue mich schon jetzt entschuldigen für die härte Landung. Jetzt kommt hier schon die Safety Instruction für die Landung. Also wie ihr seht, das sieht schon relativ anders aus als Standardszenerie im X-Plane. Wirklich nice. Also ich würde sagen, wir fliegen fahren hier an Zürich, Flughafen Zürich, an die Gates dort hin. Weil wir nicht auf Berlin geflogen sind, haben wir auch dort hin angedockt. Ich werde dort etwa das Gate suchen. Ich werde dort das richtige Gate suchen, wo wir auch in echt angedockt haben, von Berlin aus. Und ja. 1000. Da unten sehen wir übrigens noch einen Zug. Eine Autobahn, ein Truck. Autos. Ein Bus, der Defense 87. Ja. Jetzt müssen wir uns konzentrieren auf die Landung. Hier am Spreitenbach International Airport. Yes, es geht, Dave. Warum bewegt sich das so komisch? 400. Jetzt könnte ich überziehen auf Bahn 14. Mache ich aber nicht. 300. Hast du auf Gas gegeben? Hey, Landsack, das ist dein Autothrottel, wo du mal eingehst. Kopf da mir mal. Mach mir die ganze Landung kaputt. Gut, jetzt sind wir zu hoch wegen dem Scheiß. 100 above. 100. 100. Sink rate. 50. Sink rate. 40. Sink rate. 20. Retard. Ah, da sind wir. Da sind wir das zweite Mal. Die breaks down. Ist das her gewesen. Vorne. Gut. Auto Brakes. reverses out. So. Manual Braking. 60 Knots. Wir gehen hier doch bei dem Taxi wegen raus mit etwa 50 Knoten. Und dann machen wir mal alles rauf und lassen ausrollen. He? Ein bisschen Manual Braking. Also gut, trotz der extrem harten Landung bekommen wir Applaus. Finde ich nett. Ist wahrscheinlich mitleid gewesen. Aber ich glaube, das nächste Mal tue ich ohne Autobrakes landen, weil dort tätscht die Nase nicht so grusig auf den Boden. In echt wäre die jetzt wahrscheinlich kaputt. Aber naja. Ist ja hier der X-Plane Airbus, da darf man nicht zu viel erwarten. Gut, fahren wir da durch. Kreuze die Bahn hier, Bahn 28. Ist es, glaube ich. Stimmt doch das? Weiß es nicht. Ah, ist nichts drauf. Kreuzen wir einfach, aber ein bisschen zügig bitte. Tun wir noch schnell APU einschalten. In behalf of our airline and the entire crew. Okay, Wetter hat sich aktualisiert. Das sieht hier wirklich nice aus, eh? Das hat jetzt
Steht dort echt SR-Technik. SR. Keine Ahnung. Swiss Air Technik. Naja, scheißegal. Gut, der Pfarrer ist es ja schon. Ja, genau, da ist es. Und da ist es hier etwa das zweitletzte Gate auf der linken Seite gewesen. Nice. Gut. Nehmen wir als zweitletzte auf dieser Seite. Und dann stimmt das etwa. Ah, 44. Ja, das ist eindeutig genau das. Gut, da gibt es hier absolut keine Indikation, wie weit sie da vorne fahren. Schaue ich schnell von außen. Schauen. Ja, lassen wir es etwa so. So, Park Brake on. Vipers können wir ausschalten. Triebwerk ebenfalls. Und die ganze Ground Power und so Scheissdreck kann man jetzt nicht anhängen. Aber ich würde sagen, wir schauen schnell ein bisschen die Szenerie an. Ist das die Freikamera? Ja, das ist die Freikamera. Fliegen wir hier geschwind ein bisschen um. Also ich würde sagen, es sieht schon recht nice aus. Wieder Hangar, jetzt laggt es gerade wieder. Wehe, du stürzt mir ab. Okay, es geht wieder. Dahinter steht ein Superchat inklusive Ground Power und Stege. Ach du Scheiße. Ah, da fährt auch noch etwas, irgendein Piper oder so etwas in dieser Währung. Es sind wirklich viele kleine Details dort hinten. Entschuldigung, ich habe gerade wieder gehustet. Dort hinten steht noch ein DC-8 rum. Ich meine, das ist das Flugzeug, das sie brauchen für Dings, für Übungen von der Feuerwehr. Ich kann mich aber auch irren. Fakt ist, dass dort ein DC-8 steht, wo Training drauf steht. Aber ja. Gut, ich würde sagen, wir tun mal hier nicht mehr zu viel Zeit vergeuden und gehen mal ein bisschen Overall Ansicht, fliegen hier mal ein bisschen weg und machen mal eine Overall Ansicht vom ganzen Flughafen, möglichst. Ein bisschen rauf. Und ja, ich würde sagen, mit dem schönen Bild vom Flughafen Zürich, hier im X-Plane verabschiede ich mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Jetzt noch viel Spaß beim Replay. Ciao zusammen.